Ich hoffe, das macht nichts jetzt, dass wir hier ein paar Noten vergessen haben. Ich komme da auch nicht mehr ran. Plink, plonk, plink, plonk. Es ist schwierig. Okay. Okay, okay. So. Oh nein, ich habe sie nicht gekriegt. Shit. Aber das ist kein Problem. Hier haben wir eine... Was ist das? Eine 16. Note? Eine 16. Note? Achtel? Ich glaube schon. Okay, der Bildschirm ändert sich. Da ist die Sternschnuppe. Hallo, kleine Sternschnuppe. Du leuchtest mir in meine nicht vorhandenen Augen. Was ist mit dir passiert? Warum bist du hinuntergefallen? Preiset die Sternschnuppe. Sie ist kaputt. Tja, wie immer, ne? Entweder schütteln oder draufhauen. Das klappt bei den meisten Sachen, die kaputt sind. Lassen wir die jetzt da liegen einfach? Hm. Sind wir etwa jetzt traurig? Okay, es geht noch weiter. Okay, Wasser steigt, wie ich das gesehen habe. Ich hoffe nicht. So. Ein Schmetterling, der ist doch wunderschön. Oh, ich glaube, meine Maus stört ein bisschen. Macht's gut, kleiner Schmetterling. Macht's gut. Okay. Da, 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 da. Ich bin so allein. Ich kann nicht alleine sein. Doch das Leben, hallo Hase. Ist es vielleicht so gewollt, dass wir nicht an alle rankommen? Okay, doch, das schaffen wir. So. So. Okay, da geht's nicht weiter. Oh. Sehr schön. So. Ja. Da sind Äpfel. Wunderbar. Oh. Rüttel mich, schüttel mich. Meine Äpfel sind allesamt reif. Hieß doch so bei Frau Holle dieser Spruch vom Baum, ne?
So. Hui. Und die auch noch. Ich verstehe aber das Prinzip mit dem Fliegen nicht. Ich meine, ich kann mir nur vorstellen, dass vielleicht wir die Noten einsammeln, um eine bestimmte Frequenz vielleicht zu machen, die dann die Fliegen abhält. So, jetzt haben wir die Sternschnuppe gefunden, sind jetzt traurig. Denke ich mir mal. Das Spiel besteht nur aus Hopsen und Laufen. Das ist okay. Hä, warum? Aha. Wer ohne Fehler ist, sollte den ersten Stein schmeißen. Na, ich will's nur gesagt haben. So. Ich bin auch nicht ohne Fehler. Aber kennt ihr diese Leute, die immer sagen so, egal was passiert, mich wird nie die Schuld treffen oder mich trifft nie die Schuld? Bullshit, Egoisten und Narzissten. Habt ihr mit solchen Leuten Erfahrung gemacht? Ich schon. So. Oh. Shit. Was ist das? Okay. Ich nehme das Spiel hier in einem Rutsch auf übrigens. Also es kann sein, dass ihr vielleicht mehr als eine Folge davon bekommt. Das muss ich aber dann sehen, wenn wir fertig sind. Oder wenn ich fertig bin, für euch das hier aufzunehmen und zu spielen. Wenn euch das gefällt, auch das andere, dieses kurze Dings, wie hieß es, Morendo oder so. Holt es euch bei Steam. Ganz einfach. Es müssen nicht immer die krassen Shooter sein oder so. Und hier schon mal ein kleiner Spoiler vorab. Also wenn du nicht gespoilert werden willst, was jetzt nächstes auf meinen Kanal kommt. Ich habe noch ein Horrorspiel. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Es sieht gut aus. Ah, Steine flutschen oder flitschen? Irgendwie so hieß doch das. Ja. So. Wir bereisen hier anscheinend die ganze Welt, habe ich das Gefühl. So, erstmal wieder dumm, 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 dumm. Was ist das? Ein großer Berg. Ich muss ihn erklimmen. Und wenn ich ihn dann erklommen habe... Aber sollen wir da hoch? Und wenn ja, was ist denn da oben? Und so... Ich meine, ich sehe jetzt gerade im Aufnahmeprogramm, wir nehmen jetzt 32 Minuten auf. Das heißt, ich werde es bestimmt schneiden. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier seht, diese Folge, kann es sein, dass es schon die zweite Folge ist. Ja. Okay, weiter geht's. Okay. I let the murder be sometimes. Da-d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 a.
Vor allen Dingen, bei manchen Sachen habe ich gar keine Ahnung, ob die überhaupt richtig laufen. Ich glaube, ich muss da oben lang, ne? Oder? Ja, ich muss nach oben. So, ho, 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 ho. Ach ja. Ach, so ein wärmendes Feuer. Herrlich. So. Das Problem ist, es wird uns halt auch nicht angezeigt, in welche Richtung. Ja, ich habe gesehen, da unten ist ein Dings. Aber wieder die ganze Etage hier nach unten und so. Ich meine, es scheint ja keine Auswirkungen zu haben. So. Wir erklimmen keine Ahnung, was für ein Berg, aber der ist echt hoch, verdammt. Okay. Okay. So, schön vorsichtig, dass wir nicht runterfallen. Hey! Okay, boah, ich dachte schon, jetzt ist es vorbei. Sa-dan-dan-dan, 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 sa-dan-dan-dan. So. Ich würde gerne alle Noten mitnehmen. Aber das Problem ist einfach, ich habe keine Ahnung, wieso diese Fliegen halt kommen und was die bezwecken. Eigentlich ungern Spiele spielen, wo man einfach so durchrushen muss. Ich meine, es ist mal eine willkommene Abwechslung einfach. Wie gesagt, der Grafikstil gefällt mir. Alles, da ist alles schick. Und jetzt? Ah, wahrscheinlich hier rüber. Ja. Nö. Nö. Ja, okay, die kriege ich nicht. Ich habe es versucht. Sehr schön. Okay. Boah, das war jetzt zu schnell. Alter, wie hoch will der Berg sein? Die Entwickler so, ja, der kann schon 30.000 Meter hoch sein. Was ist mit seiner Hand? Warum hält er die so komisch? Okay. Jedes Mal, wenn ich denke, gut, wir haben es jetzt geschafft,
dann. Kurzes Päuschen gemacht. So. Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so lange geht. Ich dachte, das wäre auch so ein Spiel wie das von gestern, dieses Morte Dingsterbumster. Aber okay. Das Doofe ist halt immer, wenn sich nichts ändert, verliert man die Lust am Spielen. Ich meine, ich verliere noch nicht die Lust, weil ja immer irgendwas passiert. Aber, naja. Nein, ist nicht passiert. Hallo? Hä? Shit, was ist da los? Eine tolle Wurst. Alter. Ich muss einfach springen, habe ich das Gefühl. Kohlewagen? Ach du Kacke. Darauf war ich ja jetzt gar nicht vorbereitet. Oh. Okay. Die Frage ist, ob uns die Lampe hier wirklich hilft. Oh nein, ich dachte, wir kommen nach oben. Ich dachte, das wäre einfach nur ein Seil, was uns nach oben holt. Ach, wie ich das liebe. Jeder Gamer kennt es. Im Dunkeln etwas machen ist absolut uncool. Ich irgendwie nicht rangekommen, warum auch immer. Hä? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Alter. Kannst du dir nicht ausdenken? So. Langsam macht mich die Musik auch ein bisschen kirre. Aber ihr sollt ja auch was davon haben, ne? Dann deswegen muss ich ja nicht die ganze Zeit quatschen. Hahaha. Wenn ihr denkt, ihr kommt hier ungeschoren davon, niemals. Ihr habt das Video angefangen, ihr müsst es genauso wie ich zu Ende gucken. Beziehungsweise ich spiele, ihr guckt. Der Unterschied zwischen euch ist, also ich meine, ich könnte jetzt auch auf Pause drücken, aber da müsste ich die Aufnahme beenden.
Und da ich nicht weiß, wie lange dieses Spiel hier noch geht, muss ich ja das durchziehen, ne? So. Und ich bin kein Freund unbedingt von Sachen zum Schneiden. Alter, wir haben es geschafft. Jetzt bin ich hier oben. Jetzt setze ich mich hin. Da ist die Stadt. Da ist der Weg, den wir gelaufen sind. Und ich gehe nicht wieder zurück. Wir sind ausgewandert, um eine Sternschnuppe zu finden. Nein, geh nicht. Bitte. Wir wollen nicht wieder zurück. Ja, setz dich hin. Werde eins mit dem Felsen. If you're looking for additional mental health support. Was? Wow, wir haben es geschafft. Also, es geht wohl hier auch wieder um mentale Gesundheit, was ich aber nicht so wirklich verstanden habe. Also ja, Musik kann helfen, aber diese Reise, ja, aus der Komfortzone vielleicht raus, ein bisschen was entdecken. Aber was ist dies? Oder die Fliegen sollten vielleicht so, ich sag jetzt einfach mal spontan Depression oder irgendwas darstellen. Licht und Schatten. Licht und Schatten könnte aber auch auf eine Borderline-Störung hinweisen. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Es sind nur Sachen, die ich weiß. In dem Sinne, weil ich mich mit sowas beschäftige. Aber ansonsten wüsste ich halt tatsächlich nicht, was uns das Spiel sonst sagen möchte. Sternhimmel? Ich kann mich nicht bewegen? Okay, alles gut. Okay. Und da sind wir wieder am Anfang. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.